Hey Leute, David von iDesignage hier. So, ich wurde jetzt öfter mal, beziehungsweise ich wurde mal gefragt, wie ich denn einen Soundeffekt hinzufügen kann und beispielsweise einen Text, beziehungsweise irgendein Objekt zum Beat auf- und abspringen lassen kann, beziehungsweise synchronisieren kann, wie man es in Dubstep-Videos halt hat. Das ist alles kein Hexenwerk, ich zeig euch das kurz und hoffe, das Video wird auch nicht allzu lang werden. Ich werde es in zwei Schritten quasi einteilen. Als erstes mache ich mit euch einen kleinen Text. Da kann man nicht viel erklären, das ist einfach nur so als Text gesehen. Und dann werde ich euch nochmal mit einem kleinen anderen Objekt zeigen, wo ich euch das alles nochmal im Detail erklären kann, wie man das genau alles funktioniert und was man da so einstellen kann. Als erstes machen wir uns bei Moodgraph einen Text. Objekt, dann gehen wir ans sechste Mal ein iDesignage oder was ihr haben wollt. Wählen wir uns nochmal eine Schriftart aus, irgendeine, die ein bisschen fetter ist. Mal gucken wir hier mal. Ja, okay, machen wir die. Machen wir die Tiefe ein bisschen dicker. Wohl machen wir den Fond mal als dick, also als fett. Und ich denke, das ist okay, ja. Und jetzt muss ich gleich niesen. So, jetzt wieder zurück. Also Text habt ihr und dann geht ihr unter Moodgraph zum Effektor und dann einen Soundeffektor. So, jetzt müsst ihr auf zwei Dinge achten. Und zwar, wenn ihr den Soundeffekt hinzufügt, ich lösche das mal ganz kurz nochmal. Ja. Und zwar wählt ihr das Objekt an, weil ansonsten wird es nicht automatisch hinzugefügt. Das heißt, ihr wählt es an, geht auf Moodgraph, Effektoren, auf Sound. Wenn ihr das nicht eingewählt habt, dann geht ihr hier auf Moodtext, also auf ein Objekt, dann auf Buchstaben bzw. auf Effektor, wenn ihr ein anderes Objekt habt. Und dann seht ihr hier Effektoren. Wenn da nichts steht, dann zieht ihr einfach euren Soundeffektor rein und dann habt ihr dasselbe in Grün. Jetzt spielen wir es ab und es tut sich noch nichts. Das liegt daran, dass wir halt noch keinen Sound hinzugefügt haben. Dementsprechend haben wir noch kein Beat. Deshalb gehen wir auf Sound. Dann haben wir hier die Sounddatei. So ganz kurz, die Sounddatei muss eine Wave-Datei sein, also nix MP3. Ich hatte mir jetzt mal als Beispiel was von der YouTube Library ausgesucht. Das wird ja automatisch zwar in MP3 runtergeladen. Allerdings könnt ihr mal googeln nach dem Motto MP3 nach Wave-Datei. Und da findet ihr online auch ganz viele Konverter, wenn ihr euch keine Software runterladen müsst oder runterladen wollt. Wäre das natürlich eine gute Alternative. So, gehen wir auf Sounddatei, dann hier auf die drei Nippel und wählen uns unser Ding aus. Warum was dein Ding hier öffnen und wie ihr jetzt sehen könnt, geht es auf und ab zum Sound. Wenn ihr nichts hören könnt, dann liegt es daran, dann geht ihr hier unten auf dieses Symbol, diesen kleinen Speaker und drückt drauf, damit es blau unterlegt ist und dann könnt ihr den Sound hören. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ist vielleicht ein bisschen nervig jetzt. Deshalb schalte ich das mal ab. Aber prinzipiell ist es halt gut, damit ihr halt ein bisschen verfolgen könnt, wie denn der Beat genau ist. Mache ich das mal auf 500 Frames, damit man auch was mitbekommt. So, jetzt haben wir das Problem natürlich, wenn wir das abspielen, dass sich alles bewegt. Das wollen wir alles ein bisschen statisch ist. Das wollen wir natürlich nicht haben. Deshalb gehen wir auf Moodtext. Gehen auf Objekt, ne, auf Sound, sorry, gehen auf Sound und haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Gehen hier bei Modus zum Beispiel von alle, das heißt den ganzen Text als komplett ein. Gehen wir hier auf Schritt. Wie ihr jetzt sehen könnt, spielen wir es ab, vibriert das alles individuell. Hier vorne vibriert es mehr als hier hinten. Das liegt einfach nur daran an Sound. Wenn ihr es ein bisschen weiter runter scrollt, seht ihr hier die Audiospur. Und wenn wir das nochmal abspielen, seht ihr,
Das ist hier vorne, also das wird genau übernommen für den Text. Dementsprechend ist hier oben natürlich ein bisschen mehr Bass als hinten. Nein. Das könnt ihr auch noch ein bisschen bestimmen, sage ich mal, beeinflussen. Jetzt gehen wir mal, nehmen wir mal hier die Stelle. Könnt ihr die Kompensation und die ganzen Abschneidungen und so weiter ein bisschen verstellen. Das heißt, wir gehen hier beispielsweise mal etwas höher. Dann seht ihr, das ist praktisch. Okay, da ist mein Laptop gleich leer. Und zwar seht ihr hier, wenn ihr das komprimiert, dass die hohen Bässe, sag ich mal, quasi 100% sind, wenn ich das jetzt auf 100% stelle, also sprich die schwarzen Dinger, wo die Bässe sind, ist es praktisch 1. Und die weißen, wo praktisch kein Sound ist, ist 0. Das heißt, es gibt praktisch nur 1 und 0. Um das mal so ein bisschen bildlich zu versuchen zu erklären. Wenn es mich jetzt abspielt, gibt es nur 100 oder 0 praktisch. Also nur gibt es keinen dazwischen. Das sieht natürlich nicht unbedingt gut aus. Könnt ihr vielleicht haben. Aber ist jetzt nicht so unbedingt toll. Dann gibt es hier noch das andere, die Abschneidung. Und zwar ist es da, dass wenn ihr das nach 100 stellt, dann habt ihr die Quellen, wonach das halt sich bewegt, sag ich mal, die Audiospur, dann nimmt er halt weniger wahr. Das heißt, wenn ihr sehen könnt, also 0, dann habt ihr halt alles. Jetzt geht er halt Richtung hoch und dann habt ihr halt umso weniger Audio und umso weniger Bässe nimmt ihr halt wahr. Das heißt, wenn wir das mal auf 50 haben und ihr macht es, dann nimmt ihr nur ganz wenig wahr. Als wenn wir es auf 0 haben. So. Und das könnt ihr jetzt halt mit irgendwelchen Kamerafahrten nochmal bestücken und irgendwelchen, meinetwegen, Dubstep-Intro oder was machen, wie ihr lustig seid. Allerdings vom Text her war es soweit. Ihr könnt es natürlich noch eine Textur geben und so weiter. Alles bla bla. Allerdings, um euch das nochmal ganz kurz die anderen Einstellungen hier beim Soundeffektor nahezulegen, löschen wir das mal ganz kurz und ich zeige euch das anhand eines anderen Beispiels. Das ist quasi wie so ein Synthesizer. Mache ich jetzt mal so als Kreisform. Zwar benehmen wir uns eins. Line, ein Kreisplein, machen die Ebene auf XZ, XZ richtig, machen ein bisschen größer. Dann nehmen wir uns ganz kurz mal einen Würfel. Den Würfel ziehen wir uns mal so als Balken, aber quasi, dass er halt ja, nicht allzu groß ist, quasi so als Synthesizer-Strich. Dann nehmen wir uns einen Klon, Mograph, Klon, ziehen wir uns die Würfel rein. Jetzt wollen wir natürlich für Modus, wollen wir von Lineal, also auf Objekt gehen und als Objekt nehmen wir uns den Kreis. So, jetzt hat er das als Kreis hier geklont. Jetzt verstellen wir mal ganz kurz die Anzahl. Machen wir mal, ich denke, auf 50. Okay. Und selbe wie eben. MoGraph, Effector, Sound. Sounddatei auswählen. Standing here. Und wie ihr sehen könnt, tut sich noch nichts. Ich glaube, ich habe den Klon noch nicht ausgewählt. Klon, Effector. Ah, da seht ihr. Ich hatte gerade, das ist, was ich gesagt habe am Anfang. Wenn du das Objekt nicht auswählst, dann fügt er das nicht automatisch hinzu. Das ist aber kein Problem. Gehen wir hier auf Effektor, Sound und ziehen den Sound hier rein. Und jetzt seht ihr, bewegt sich das. Das wollen wir so jetzt nicht haben natürlich, deswegen machen wir wie gerade auch. Wir gehen auf Effektor, gehen wir einfach einen Schritt, so dass er alle hat. Und jetzt seht ihr, bewegt sich das. Das ist jetzt allerdings, bewegt sich das noch nicht so, wie wir es haben wollen. Deswegen machen wir ein paar Einstellungen. Also zum einen bei der Stärke, ganz kurz, die lasse ich auf 100, allerdings nur so für euch.
Wenn wir die kleinen Stellen, wie der Name schon sagt, bewegt sich das sehr wenig. Und wenn wir es natürlich auf irgendwas, sag ich mal, 300 stellen, dann bewegt sich natürlich sehr doll. Was auch nicht unbedingt schlecht ist. Ich glaube, das lassen wir sogar auf, gucken wir mal, 200 vielleicht. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Lassen wir erstmal so. Also Sound Stärke 200, dann haben wir die Datei. Dann haben wir hier, wie gerade schon erklärt, beim Text, dass wir das komprimieren können und so weiter. Das lassen wir erstmal auch so. Dann können wir hier bei den Parametern gehen und können hier machen wir ein paar Einstellungen. Und zwar die Position, die machen wir erstmal weg. Und wir wollen die Skalierung haben. Bei der Skalierung machen wir bei J-Koordinate, das ist die nach oben, wie ihr sehen könnt. Die Y, deutsche Sprache. Und ziehen wir mal ein bisschen hoch. Machen wir mal 1 ist ein bisschen krass, machen wir mal auf 0,6. Und wie ihr sehen könnt, skaliert sich das schon mal hoch. Und das ist schon mal ganz cool so, finde ich. Eventuell machen wir, gucken wir mal bei den Würfeln, dass wir die noch ein bisschen zusammenkriegen. Na, ne, nicht so. Ja. Vielleicht müssen wir. Okay, klonen nochmal ganz kurz die Anzahl erhöhen. Und ja, so ist cool. Und ganz kurz auch noch, umso mehr Anzahlen ihr habt, umso individueller wird das alles bewegt. Beispielsweise, wenn wir ganz weniger haben, dann ist es halt nicht so smooth, sage ich mal. Dann wird halt nur ein paar bewegt und die symbolisieren dann den ganzen Rest. Wenn ihr jetzt halt ganz viele habt, beispielsweise mal um die 80, also 84, dann seht ihr schon, wird das alles viel mehr bewegt. So, das ist mir noch ein bisschen zu hart alles, also ein bisschen zu plötzlich wird es bewegt. Das können wir gleich noch verändern. Jetzt gehen wir mal in den Soundeffekt rein, machen hier mal weiter. Das heißt, ja, hier haben wir soweit alles geklärt, auch mit den Konversationen. Ja, hier bei der Frequenz. Könnt ihr mal mit rumspielen, wenn ihr das gefällt? Hier einfach Filter verwenden und dann könnt ihr hier mit den Zahlen ein bisschen rumspielen. Wenn ihr das jetzt auf wenig hat, hat er weniger Frequenzen. Das heißt, dementsprechend bewegt er sich halt etwas anders. Beispielsweise bewegt er sich halt einfach sehr quasi nicht mehr so individuell, weil er hat weniger Frequenzen sind. Das mag ich jetzt nicht. Ihr könnt auch die Frequenz mal hochstellen und dann mal gucken, wie er das macht. Auch nicht unbedingt so wuppig. Ja, okay, da habe ich gerade was verstellt. Naja, muss natürlich den Filter ausstellen. Also, wie gesagt, einfach Filter ausstellen und dann habt ihr wieder eure individuellen Dinger. Die von Haus aus Werkeinstellungen. Und mehr braucht ihr auch nicht. So, ansonsten hat mir gerade ja das ja hier nochmal gesagt, die Position, die lassen wir in diesen Dingen mal weg. Dann könnt ihr skalieren, also das heißt, könnt ihr die Positionen bestimmen, also nach oben in die Breite oder in die Länge oder in die Tiefe. Dann Winkel ist auch vielleicht nochmal ganz nett. Könnt ihr so beispielsweise mal und dann schauen wir mal. Dann bewegen die sich halt so. Ist vielleicht für andere ganz nett. Aber gerade nicht gebraucht. So, ansonsten gut, Farbmodus könnt ihr euch ein bisschen schenken. Ehrlich gesagt, wenn wir beispielsweise auf manuell gehen, dann habt ihr hier nochmal so ein Farbindividuum drin. Das ist quasi genau dasselbe als abgespeckte Version, wenn ihr jetzt normale Textur verwendet. Deswegen können wir uns das auch schenken. Könnt ihr beispielsweise auf Aus, dann habt ihr Aus oder auf An halt, dann macht halt so eine Farben hier, die voreingestellten. Könnt ihr ja euch mal rumtasten, was euch da gefällt. Allerdings mache ich das mal aus. So, ansonsten, ja,
Da könnt ihr auch noch mal ein paar Einstellungen machen, wenn ihr wollt. Ja, jetzt gehen wir mal aus. Und zwar, wenn ihr auf sichtbar geht, dann habt ihr die Dinger hier, könnt ihr die damit rumspielen. Das heißt, machen wir noch mal irgendwelche Dinger rein. Und wenn wir das jetzt abspielen, seht ihr das beispielsweise wie bei irgendwie so Lautsprecher, Lautstärke. Je nachdem, wie halt der Bass ist oder der Takt ist, werden halt die Objekte projiziert. Ist ganz nett, aber brauche ich jetzt auch nicht. Und das war soweit eigentlich hier von den Soundeffektor. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr könnt halt einfach mal damit mal rumspielen, was ihr da haben wollt für ganzen Einstellungen. Vielleicht kreiert ihr da was Nettes draus, ihr weiß. Jetzt noch eine ganz kurze Sache, und zwar, wenn ich da abspiele, das ist halt sehr scharf, also sehr hart. Deshalb machen wir uns einen anderen Effektor, und zwar gehen auf Klon, auf Moograph Effektor und machen uns einen Verzögerungseffektor. Und wie ihr sehen könnt, ist jetzt ein bisschen more smooth, was mir persönlich sehr cool gefällt und sehr gut gefällt. Und so würde ich das auch belassen. Jetzt könnt ihr quasi, sage ich mal, einen Boden machen. Boden. Machen wir ein bisschen weiter runter, somit dass ihr halt nicht unten sichtbar ist, meinetwegen bis hier nur. Und geben wir mal eine coole, spacige grüne Farbe. Machen wir so ein bisschen mal Giftgrün. Und dasselbe auch beim Leuchten. Packen wir mal aufs Klone. Und den Boden machen wir einfach mal schlicht und ergreifend weiß. Vielleicht noch mal ein bisschen Spiegelung rein. Ja, gut. Machen wir jetzt ganz kurz. Und dann machen wir uns ein Licht. Ich hoffe, das ist alles so, wie ich das haben will. Und sieht alles auch gut aus. Später, wenn ich das mal rendere, kopieren wir uns das, ziehen wir uns das Licht hier mal ein. Und dann das Licht, ziehen wir es mal hier hin. Machen wir das Licht mal auf 70, das Licht mal auf 50 und dann auf 100. Markieren wir zum Beispiel, machen natürlich Schatten nochmal auf weich und jetzt mal so provisorisch mal gerendert. Also das ist ja jetzt kein. Suchen wir uns mal irgendwas aus und irgendwo mit der Stelle. Viel Takt haben. Mal ganz kurz mal rendern. Ambient Occlusion, Domination. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ich hoffe, vielleicht noch ein bisschen Spiegelung rein. Spiegelung 50% Spiegelung. Und schauen wir mal, wie es aussieht. So, voilà, das ist es jetzt. Der Grund ist, warum das jetzt alles so gleichmäßig ist, liegt zum einen der Sound, den wir jetzt haben, ist nicht so basslastig gewesen. Ich habe jetzt irgendwas rausgesucht. Und auch die Stärke könnt ihr auch nochmal ein bisschen erhöhen, wenn ihr wollt. Ansonsten war es das soweit. Es ist hier jetzt schon 20 Minuten um wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet das lernen. Und ihr könnt mir ganz gerne mal eure Projekte unten in die Kommentare schreiben, also als Link. Und ich kann die mir immer gerne mal anschauen, wie mir die gefallen und so weiter. Ansonsten macht's gut, ich würde sagen, haut rein bis zum nächsten Video und ich würde sagen, bis dann, ciao.